So, Mute noch. Nein, Mute ist auch nicht mehr. So, hallo. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt richtig aufgenommen wird. Ich bin da recht zuversichtlich. Mal sehen, ob ich hinterher immer noch zuversichtlich bin. Also, das war ein OPL-Problem. Das ist das Thema, mit dem wir uns als erstes beschäftigen werden. Da haben wir beim letzten Mal schon hineingeschaut in unserem kurzen Streifzug. Auch diese Folie hatten wir schon beim letzten Mal gesehen. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir in der Spezifikationssprache OPL, keine Programmiersprache, eine Spezifikationssprache, wie wir darin eine Problemstellung beschreiben können, sodass ein Löser der Spezifikationen versteht und bearbeiten kann, die in OPL geschrieben sind. Dass ein solcher Löser tatsächlich dann dieses Problem löst mit den Daten, die in einem separaten Datei, in einer separaten Datendatei dann hinzugegeben werden. Diese separaten Daten sind in dieser Datei, das sind alles die Daten, die hier mit Punkt, Punkt, Punkt angedeutet sind, also drei Punkte. Das Punkt, Punkt in der zweiten Zeile ist nur, dass der Bereich angegeben wird. Aber die Number und das Array von Values über die Indexmenge, Indizes, die werden dann aus dieser Datendatei eingelesen, wenn diese Datendatei die entsprechende erwartete Syntax hat, auf die ich hier nicht eingehen will weiter. So, nur zum Einstieg nochmal dieses Beispiel. Wir wollen, mir fällt gerade ein, dass ich noch was einstöpseln sollte bei Gelegenheit, aber das muss noch nicht sein. Falls ich auf das Digimemo zugreife, dann erinnern Sie mich daran oder ich lege mir das Kabel dahin. Nicht, dass ich dann anfange. So, was machen wir hier? Wir haben hier unten spezifiziert, etwas umständlicher, aber damit an anderer Stelle wieder verkürzter und übersichtlicher. Wir haben spezifiziert, dass wir haben gegeben, Input ist eine Menge von Gütern hier. Und für jedes dieser Güter, die mit 1 bis Number nummeriert sind, haben wir einen Wert. Und wir wollen so nah wie möglich an die 50-50-Aufteilung kommen zwischen zwei Personen, um diese Güter aufzuteilen. Wir haben hier diese Variable und diese Variable haben wir hier verknüpft. Ich habe es extra, Sie erinnern sich beim letzten Mal, ich habe extra die Variablennamen nach rechts geschrieben, um nochmal klarzumachen, dass es sich nicht um Zuweisungen handelt, sondern um Gleichungen, um Bedingungen, nämlich dass der Wert, der hier steht, genau derselbe sein soll wie der Wert, der hier drin steht, die Summe aller Werte aller Güter. Und genauso hier, der Wert, der hier drin steht, soll der Wert sein, derselbe Wert sein, der hier drin steht, nämlich die Summe der Güter, die für Person 1 bestimmt sind. Das haben wir dadurch modelliert, dass für Person 1 ein 0-1-Array ist, und zwar kein Input, sondern ein Output, soll berechnet werden vom Löser, an welchen Indizes i hier ein 1 oder eine 0 steht. Und da, wo eine 1 steht, kommt der Wert dieses entsprechenden Guts Nummer i hinein in die Summenbildung. Und da, wo eine 0 steht, kommt dieser Wert eben nicht hinein. Das heißt also, effektiv trifft dieses Array vor Person 1 die Auswahl, welche der Güter der Person 1 zugeeignet werden sollen, nämlich überall da, wo hier 1 steht. Und dieser Gesamtwert hier, wenn wir den mit 2 multiplizieren, dann soll über die Betragsbildung ein Wert herauskommen, der möglichst nah an dem Gesamtsumme aller Werte aller Güter ist. Was genau umformuliert das ist, was wir erreichen wollen. Das, was Person 1 zugeeignet werden soll, soll möglichst nah an der Hälfte der Gesamtsumme sein. Und da es uns egal ist, in welche Richtung das möglichst nah ist, haben wir hier noch einen Betrag draufgesetzt.
sodass also sowohl in der einen wie der anderen Richtung, egal ob 51 zu 49 oder 49 zu 51, ist dasselbe Ergebnis. Das nochmal zur Einstimmung, das haben wir beim letzten Mal intensiver betrachtet. Hier sehen Sie nochmal so ein paar Bestandteile einer solchen Spezifikation, nicht negative ganze Zahlen, eingelesen aus der Datei, einen Bereich definiert, den ich dann jetzt hier einsetzen kann als Indexbereich, um die Güter einzulesen. Das heißt, in der Datendatei steht zuerst, wie viele Güter kommen, und dann stehen die Werte dieser Güter dann irgendwie in geeigneter Syntax. Und als Variable brauchen wir eigentlich, die eigentliche Variable, die wir brauchen, ist die erste hier, die eben angibt, mit Wert 1, das gehört zur Person 1, mit Wert 0, das gehört nicht zur Person 1, sondern eben zur Person 2. Und die beiden weiteren Variablen sind einfach nur Abkürzungen, wenn man so will, um hier diese Zeile kürzer zu schreiben. Wir hätten natürlich genauso gut anstelle von Total Sum hier diesen Ausdruck hinschreiben können, und anstelle für Summe für Person 1 hätten wir auch stattdessen diesen Ausdruck hinschreiben können. Wäre identisch, das wäre bloß da oben hier an dieser Stelle ein bisschen umständlicher zu lesen und zu verstehen. Ja, Sie wissen immer, es ist eine durchaus sinnvolle Sache für die Lesbarkeit eines Programms oder hier einer Spezifikation, dass man noch Variablen einführt, deren Hauptsinn es eigentlich ist, das Programm verständlicher zu machen durch einen entsprechenden Namen, und dadurch, dass hier solche Zeilen wie diese entsprechend nicht mehr so kompliziert gestaltet sind. Haben Sie an dieser Stelle Fragen? Gut. Die Erklärungen dazu, wie immer, sind das im Prinzip die Erklärungen, die ich jetzt auch hier dabei gebe. Vielleicht nur noch das dazu. Counting Sum, das ist das, was wir hier finden als Konstruktion, dass wir durch 0,1 Werte steuern, was jetzt in einen mathematischen Ausdruck tatsächlich hineinkommt und was nicht hineinkommt, einfach dadurch, dass das immer multipliziert wird. Habe ich mich selber ins Boxhorn jagen lassen. Das ist nicht Counting Sum. Counting Sum ist was anderes, ist was Neues, was wir in dem Programm jetzt nicht gesehen haben, in dieser Spezifikation nicht gesehen haben. Zum Beispiel, Sie wollen jetzt noch was bestimmen dazu. Sie wollen weiterhin, dass wir möglichst nah an 50-50 kommen, aber noch unter einer weiteren echt einschränkenden Nebenbedingung, nämlich, dass die Person 1 nur zwischen 5 und 10 Stücke bekommen soll insgesamt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt realitätsnah, aber denke ich ganz instruktiv. Das heißt natürlich, dass wir nicht so nah an 50-50 rankommen wie ohne diese Bedingung im Allgemeinen, dass wir sogar vielleicht sehr, sehr weit davon wegkommen. Aber es macht Sinn zu sagen, es ist semantisch in sich schlüssig zu sagen, wir wollen eine möglichst nah an 50-50 Aufteilung, herankommende Aufteilung, aber Person 1 soll aus der Gesamtmenge nur 5 bis 10 Stücke kriegen. Und das ist hier nur zur Illustration, um diese Sache hineinzukriegen. Einfach hier, schauen Sie direkt hier auf die beiden Zeilen, auf diese beiden Bedingungen, die man hier dazu einfügen würde. Das ist das, was mit, vergessen Sie das, was ich am Anfang gesagt habe mit Counting Sum, das war verkehrt. Das ist das, was Counting Sums sind. Eine sehr nützliche Modellierungsmöglichkeit, wie Sie sehen. Hier haben Sie eine boolsche Bedingung drin, jeweils. In Klammern gesetzt, wegen der Bindungsstärke, weil sonst würde das vor Person 1 hier nicht mit gleich 1 als erstes gebunden werden, sondern an die Summe gebunden werden. Hier haben Sie eine boolsche Bedingung in der Klammer jeweils drin, und die Logik ist, dass es gibt da keinen boolschen Datentyp, sondern das wird dann zu entweder
die boolsche Bedingung wird entweder 1 oder 0. 1 für true, 0 für false. Abgesehen von Unix ist das die gängige Möglichkeit, wie man boolsche Werte true und false in Zahlenwert übersetzt, nicht 1 und 0. So, und was also hier passiert ist, für jedes i, hier wird ja über die i's im Indexbereich aufsummiert, für jedes i, wo dieser Array-Eintrag vor Person 1 von i gleich 1 ist, kommt hier eine 1 raus. Und für jedes i, wo das nicht gleich 1 ist, wo es 0 ist, kommt hier eine 0 raus. Das heißt, effektiv wird die Anzahl der 1er in diesem Array aufsummiert. Und genau das war die Vorgabe, die wir jetzt erfüllen wollten, Bedingungen hineinzubringen in dieses Subject to, in diesen Bedingungsteil, sodass die Summe dieser Stücke, dieser Array-Komponenten, die den Wert 1 haben, sprich der Stücke, die der Person 1 zugewiesen werden sollen, dass die mindestens 5 und höchstens 10 sind. Also wie Sie sehen, sicherlich eine sehr nützliche Modellierungssache. Sehr gerechtigkeitsfördernd. So, damit sind wir an diesem Punkt durch und jetzt kommen wir mal zu einer wirklichen Anwendungsfall. Wir werden hier aber nur ein paar Grundbestandteile dieses Anwendungsfalls diskutieren. Dafür ist das zweite Übungsblatt da, um da in die Tiefe zu gehen. Das erste Übungsblatt sind nur so ein paar, wie soll man sagen, Fingerübungen. Und in der Besprechung der Übungen lassen wir typischerweise das erste Übungsblatt auch aus. Ist einfach nur zum Einstieg. Das zweite Übungsblatt ist das erste richtige Übungsblatt, wo es richtig ein bisschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle knifflig wird. Und das beschäftigt sich ausschließlich im Anschluss an dieses Kapitel, an diese Fallstudie, ausschließlich mit diesem Thema. Ein Thema, das Ihnen geläufig ist, nämlich Stundenplanerstellung in der Schule oder eher an einer Hochschule. So, was haben wir da alles? Also Hochschule ist eigentlich das Thema hier. Wir haben eine gewisse Menge von Vorlesungen, die wir einplanen wollen. Zum Beispiel die Vorlesung hier, algorithmische Modellierung. Der soll ein Raum zugewiesen werden, ein Hörsaal oder Seminarraum oder was halt passt. Und der soll natürlich auch ein Zeitslot zugewiesen werden. Also ich weiß nicht, ich lasse es mal, also ich rede von Zeitslots. Ich denke, es ist nicht wichtig, hier mit aller Macht zu versuchen, eine deutsche Übersetzung zu finden. Nicht? Inzwischen ist Slot definitiv ein deutsches Wort geworden. Ich weiß nicht, ob es im Duden steht, ich vermute mal schon, aber jedenfalls ist es ein deutsches Wort geworden. Dann haben Sie natürlich eine Menge von Hörsälen oder auch Seminarräumen, so wie dieser Hörsaal hier. Und Sie haben vorgegebene Timeslots. Also Sie kennen das hier an der TU Darmstadt, Zeitslots von 8 Uhr bis 9.40 Uhr, von 9.50 Uhr bis 11.20 Uhr oder 3. Also an der TU Darmstadt ist es ein bisschen kompliziert. Da hat man das ausgereizt mit 10 Minuten Pausen und zwischen zwei Vorlesungen und der Möglichkeit, noch um 10 Minuten eine Vorlesung in ihrem Zeitslot hin und her zu schieben, sodass da so krumme Werte rauskommen. Als ich studiert hatte an der TU Berlin, da gab es für jede Vorlesung einen Zeitslot von genau 2 Stunden. Auch wenn die Vorlesungen eben 1,5 Stunden gedauert haben, hatte den Vorteil natürlich, dass man sich das leichter merken konnte, also dass das leichter zu verstehen war. Offensichtlich ein Nachteil, dass da doch die Lehrveranstaltungen in einem Hörsaal nicht so komprimiert nacheinander dann stattfinden konnten. Also man hatte damals noch nicht das Raumproblem, das man heutzutage hat. Ich weiß nicht, wie es an der TU Berlin jetzt aussieht mit den Zeitslots. Kann sein, dass die zu einer ähnlichen Lösung jetzt inzwischen gekommen sind, wie hier an der TU Darmstadt. So, da gibt es natürlich einiges zu beachten. Schauen wir uns gleich näher an. Und was wollen wir herausbekommen?
Wir wollen für jede Lehrveranstaltung in der einfachsten Form wollen wir für jede Lehrveranstaltung einen Zeitslot und einen Raum haben. Auf diese einfachste Form beschränken wir uns hier in den Folien. Alles Weitere, alle Verkomplizierungen, die das ganze Modell realistischer machen, dann eben auf dem Übungsblatt. So, was gibt es so für Einschränkungen? Also, eine Einschränkung ist sicherlich, wir wissen hier an der TU Darmstadt natürlich nicht genau, wie viele Studierende eine Lehrveranstaltung voraussichtlich besuchen werden. Aber wir haben hier immerhin Erfahrungswerte, also dass dieser Hörsaal hier für diese Lehrveranstaltung ausreicht, ist ein Erfahrungswert, der sich jedes Jahr aufs Neue bestätigt. Ohne Garantie natürlich. Es könnte mal sein, dass mir im nächsten Jahr die Bude eingerannt wird. Kann ja sein, aus irgendwelchen Gründen. Dann gäbe es da vielleicht ein kleines Problem, zumindest beim ersten Vorlesungstermin, bei den weiteren Vorlesungsterminen aller Erfahrungen nach auch nicht. In anderen Ländern, auch in anderen Hochschulen in Deutschland, weiß man, wie viele Studierende eine Lehrveranstaltung belegen, weil die Studierenden sich vorher verbindlich anmelden müssen und möglicherweise, je nachdem, auch Sanktionen bekommen, wenn sie dann die Veranstaltung doch nicht wahrnehmen wollen. Also, als ich Professor in Australien war, da war das so, man musste sich verbindlich vorher anmelden und auf der Basis wurde ein Stundenplan gemacht. Man hatte noch, ich glaube, 2 oder 3 Wochen Zeit, um sich doch wieder von dem Kurs abzumelden, wenn man sich es doch anders überlegt hat. Danach wurden auf jeden Fall, egal wie man sich das noch überlegt, die Studiengebühren für diesen Kurs fällig. Auch wenn man sich danach nochmal abgemeldet hat. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wurde auch dann eine Note fällig. Also wenn man dann den Kurs nicht mehr weitergemacht hat, dann war die Note eben ein Fail. Also nicht bestanden. Das bietet natürlich sehr viel mehr Planungssicherheit, wenn die Leute sich verbindlich vorher anmelden müssen und zwar die Möglichkeit haben, sich noch abzumelden, aber da gibt es sicherlich Erfahrungswerte, auch wie viele Leute das dann tatsächlich machen. Man hat zumindest eine obere Schranke dann, wenn man von der vorsichtigen Annahme ausgeht, dass sich niemand abmeldet, vorausgesetzt, dass man genug Raumkapazitäten hat, dann kann man natürlich auf der sicheren Seite sein. So, jetzt kennen Sie natürlich auch diesen Punkt hier. Wenn gewisse Studierende dieselbe Lehrveranstaltung im selben Semester belegen wollen oder sollen nach Regelstudienplan oder nach ihren Anmeldungen das tatsächlich belegen wollen, dort wo man sich vorher anmelden muss, dann dürfen diese Lehrveranstaltungen natürlich nicht zum selben Zeitpunkt stattfinden. Hier an der TU Darmstadt mit diesen krummen und schiefen Termin ist noch eine zusätzliche Sache dabei, nämlich dass sich Lehrveranstaltungszeit noch nicht nur identisch sein können, sondern sich auch zur Hälfte überlappen können. Das wird auf dem Übungsblatt adressiert, dieser Fall. So, diverse weitere Sachen werden hier ausgelassen, wie gesagt, weil es hier um das Konzeptionelle einfach geht. Zur Übungshalber werden wesentliche Punkte, realistische weitere Restriktionen, Komplikationen dann auf dem Übungsblatt thematisiert. So, nach diesen Vorreden. Diese Spezifikation ist jetzt ein bisschen zu lang, um sie sinnvoll mit vernünftiger Schriftgröße auf eine Folie zu bringen. Deshalb auf 2 Folien säuberlich getrennt. Das ist der Teil, wo sämtliche Daten deklariert werden. Und Sie sehen, es ist ein bisschen umfangreicher
als die bisherigen Modelle, die Spezifikationen, die wir gesehen haben, aber jetzt auch nicht komplizierter und es wird auch nicht so viel Neues eingeführt. Also das kennen Sie hier oben, was Sie hier sehen, die Anzahl der Lehrveranstaltungen, der Hörsäle und der Zeitslots werden eingelesen. Und dann definieren wir jeweils einen Range, einen Bereich von 1 bis dahin. Wir nehmen uns die Freiheit, die OPL uns erlaubt, alles auf die natürlich-intuitive Art zu indizieren. Die erste Lehrveranstaltung hat Index 1 und nicht 0, wie in Java, C, C++ und so weiter, damit wir da keine Off-by-One-Errors in der Arbeit mit den Lehrveranstaltungen und so weiter uns einhandeln. Dann brauchen wir etwas über die Größe der Lehrveranstaltungen, die Anzahl der Sitzplätze, die ist, glaube ich, in diesem Saal hier sowas wie 80, und die an der TU Darmstadt die erwartete Anzahl von Studierenden, oder sagen wir mal eine erwartete Höchstgrenze für die Anzahl der Studierenden, die diesen Kurs belegen wollen. Number of Seats, Anzahl der Sitze für jeden einzelnen Hörsaal. Hier dieser Bereich, Hörsaal, 1 bis Anzahl Hörsäle. Und Anzahl der erwarteten Studierenden, erwartete Anzahl der Studierenden. Ist das dasselbe? Erwartete Anzahl der Studierenden, Anzahl der erwarteten Studierenden? Ist das dasselbe? Wer meint, es ist dasselbe? Wer meint, es ist nicht dasselbe? Warum ist es nicht dasselbe? Ja. Also ich würde sagen, wenn man wirklich pingelig ist, Klammer auf, und ich bin pingelig, Klammer zu, dann ja, es gibt ein paar Studierenden, von denen wusste ich vorher, dass sie hier teilnehmen wollen. Das sind die, die ich erwartet habe. Das ist aber eine sehr viel kleinere Anzahl der tatsächlich von mir erwarteten Studierenden als die erwartete Anzahl von Studierenden. Oder? Ich glaube, jetzt wird es langsam philosophisch. Kommen wir langsam wieder zurück zu OPL. So. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vorher hatten. Wenn nicht, dann haben wir es auf jeden Fall jetzt. Eine gängige Möglichkeit in einer Sprache, die keinen boolschen Datentyp hat, sondern die das über 0 und 1 regelt, dass man sich so einen Bereich, wenn die Sprache es erlaubt, Bereiche zu definieren oder Konstanten oder wie immer man das in der jeweiligen Sprache machen kann, einen Bereich Boolean von 0 bis 1, von false bis true einzuführen. So. Dann können wir hier zum Beispiel sowas haben, eine Matrix von Boolean. Arrays haben wir schon gesehen. Was wir jetzt hier sehen, ist ein zweidimensionales Array, eine Matrix, und Sie sehen auch hier wieder, die Syntax ist angelehnt an die Pascal-artigen Sprachen, nicht angelehnt an die C-artigen Sprachen wie C, C++, Java. So, was wollen wir rauskriegen? Das haben wir eben auf der vorhergehenden Folie gesagt, was wir rauskriegen wollen. Wir wollen für jede einzelne Lehrveranstaltung hier, also für jeden Indexinnenbereich der Lehrveranstaltungen, wollen wir eine Hörsaal festlegen aus der Menge der Hörsäle, und für jede einzelne Lehrveranstaltung wollen wir einen Zeitslot festlegen aus der Menge der Zeitslots. Und damit sind alle Daten deklariert. Gibt es an dieser Stelle Fragen zu den Datendeklarationen? Da gibt es, bitte? Warum das ein Einlesewert ist in Konflikt? Damit man das nicht hart verdrahten. Die Alternative wäre, das im Modell hier hart zu verdrahten mit Konstanten, die man hier reinsetzt. Das macht es flexibler, dass es aus der Datendatei gelesen wird und nicht fest im Modell definiert wird. Ja, dann können Sie mit verschiedenen Konfliktmatrizen herumhantieren. Dieselbe Spezifikation. Genau, wir wollen, in Konflikt ist ein Input, eine Eingabe, die wir flexibel halten wollen.
deshalb mit Punkt, Punkt, Punkt aus der Datendatei. Und hier sind mit var deklariert sind die beiden Ausgaben. Weitere Fragen? Ich habe da so ein bisschen Diskussion gesehen, bitte. Bei dem was, Entschuldigung? Hier. Also, die Frage ist, ob das hier auf zwei Indexbereiche, also zwei Dimensionen beschränkt ist. Nee, Sie können theoretisch auch beliebig viele hier reinsetzen. Und es muss natürlich nicht quadratisch sein. Es muss nicht Lectures Kreuz Lectures sein, sondern Lectures Kreuz Halls oder so ginge natürlich auch. Gut, wie sehen jetzt die Bedingungen darauf aus? Sie sehen, die sind jetzt in diesem einfachen Modell, wo wir nur wenige Aspekte betrachten, relativ übersichtlich noch. Solve. Das kennen wir schon. Ja? Wir sind ja bescheiden hier an dieser Stelle. Wir sind ja zufrieden damit, dass wir überhaupt eine Lösung kriegen. Ja? An Minimierung, Maximierung von irgendwelchen Zielfunktionen denken wir hier eher gar nicht. Sie haben sicherlich eine Vorstellung von, wie schwierig es ist, überhaupt eine Lösung zu kriegen, hier etwa an der TU Darmstadt. Auf dem Übungsblatt werden Sie Aufgaben sehen, wo Sie dann aus Studierendensicht oder aus Dozentensicht in zwei verschiedenen Aufgaben jeweils die Situation, jeweils den Stundenplan möglichst gut gestalten wollen. Aus Dozentensicht natürlich zum Beispiel sowas wie, es gibt Slots, da kann ich sehr gut, es gibt Slots, da kann ich gar nicht. Ich kann mich erinnern, als ich an der TU Berlin dann schon Dozent war, nicht mehr Student, da ging immer irgendwelche Umfragebögen rum, wo man ankreuzen sollte, die und die Slots gehen gar nicht, die und die Slots gehen gut, die und die Slots gehen schlecht. Für die eigenen Lehrveranstaltungen. Davon habe ich mich bei der Aufgabe auf dem Übungsblatt inspirieren lassen. Aus Sicht der Studierenden habe ich da auf dem Übungsblatt zwei verschiedene Grundszenarien mal hergenommen. Das eine Grundszenario nenne ich amerikanische Campus-Uni, wo die Leute, zumindest die Undergrads im Bachelor, auf dem Campus wohnen, teilweise, wenn sie noch nicht volljährig sind, gar nicht den Campus verlassen dürfen, so ohne weiteres. Und die also zu jedem Hörsaal 5 Minuten Fußweg haben oder so und die entsprechend vielleicht ein Interesse daran haben, dass es nicht zu stressig wird, dass die Lehrveranstaltungen möglichst über die Woche verteilt sind, wo es nichts dagegen spricht, wo alles dafür spricht, das über die Woche zu verteilen. Das andere Szenario ist TU Darmstadt. TU Darmstadt ist beinahe schon so etwas wie eine Fernuni. Nicht zuletzt dank dem Semesterticket. Wir haben viele Studierende, die irgendwo aus dem Taunus, aus dem Westerwald, aus dem Odenwald und sonst woher kommen und die natürlich ein nachvollziehbares Interesse daran haben, möglichst selten an die Uni zu kommen. Das heißt, möglichst die Lehrveranstaltung geblockt auf möglichst wenige Tage. Diese beiden Szenarien habe ich hergenommen, die mal zu modellieren als Optimierungsziele. Aber hier bleibt es beim Solve, das heißt also, wir verzichten auf Optimierung. Wir sagen nur, wir wollen eine Belegung der Variablen, der Ausgabevariablen, sodass diese Bedingungen erfüllt sind. So, schauen wir uns mal die Bedingungen an. Nehmen wir uns mal die Bedingung hier her, das ist noch die einfachste. Für alle, man kann es vielleicht fast lesen, nicht? Für alle Lehrveranstaltungen I, für jede Lehrveranstaltung, die ich jetzt als I bezeichne, soll die Anzahl der Studierenden dieser Lehrveranstaltung I nicht größer sein, kleiner gleich sein, der Anzahl der Sitze in dem Hörsaal, dem die Lehrveranstaltung I zugewiesen wird. Ich habe es praktisch fast vorgelesen, nicht? Also, sowas wie OPL ist jetzt nicht... Also, wenn man entsprechende Namen nimmt, natürlich nur geht es dann. Ja? Wenn ich statt Number of Seats und Number of Students irgendwie ABC und XYZ die Variablen genannt hätte, dann wäre das nicht so einfach vorzulesen. Aber so geht es. Nicht so krass wie beispielsweise in COBOL. Die Sprache, die darauf angelegt wurde... Dass auch Entscheider, die eigentlich nicht programmieren können, das nach Möglichkeit lesen können, aber schon kommen wir da schon der Sache recht nah. Dann gucken wir uns als nächstes
diese Bedingung hier an. Ich weiß gar nicht, warum ich das in die Reihenfolge gesetzt habe, wenn ich die eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge durchgehen möchte. Naja, gut. Was steht da? Für alle Paare I und J Lehrveranstaltungen, also für alle Lehrveranstaltungen I und J soll gelten, wenn sie in Konflikt miteinander stehen, also wenn bei Inkonflikt von I und J in diesem Eintrag bei der Matrix Inkonflikt eine 1, ein True steht, dann Implikationszeichen, dann sollen die Zeitslots unterschiedlich sein. Da sehen Sie auch wieder, dass Pascal hier für die Syntaxpaten gestanden hat, die Pascal-artigen Sprachen, denn dieses kleiner Größerzeichen ist anders als bei C, C++, Java und so weiter in den Pascal-artigen Sprachen das Zeichen für ungleich. Nicht ganz unlogisch, nicht? Ein Ungleich da hinzusetzen in Form von kleiner Größerzeichen. Hier ist natürlich noch die Feinheit zu sehen. Also wenn Sie die Daten für die Matrix in Konflikt definieren, dann sollten Sie natürlich tunlichst darauf achten, dass auf der Diagonale dieser Matrix, also wo I gleich J ist, ja, was sollte da stehen? Eine 0 oder eine 1 oder ist es egal? Bitte? Warum sollte da eine 0 stehen? Genau, wenn Sie jetzt hier denken, naja, jede Lehrveranstaltung steht mit sich selber in Konflikt oder so, weiß nicht, oder ist es Ihnen egal, Sie lassen es einfach offen, dann könnte da eine 1 stehen oder würde da eine 1 stehen bei irgendeinem I und dann würde da stehen, Slot I muss ungleich Slot I sein und dann würde der Löser sagen, er kann keine Lösung finden. Wie soll er auch eine nicht erfüllbare Bedingung finden? Wie soll er dafür eine Lösung finden? Ich sehe noch ein paar nachdenkliche Gesichter. Bitte? Ja, was ist mit dieser Inkonfliktmatrix? Wann sie in Konflikt miteinander sind, wenn es mindestens einen Studierenden gibt, so definiere ich das jetzt hier mal, wenn es mindestens einen Studierenden gibt, der beide Lehrveranstaltungen belegen möchte. Das würde man natürlich eher dann... ob zwei Veranstaltungen in Konflikt miteinander stehen oder nicht, definiert sich ausschließlich dadurch, ob es Studierende gibt, die beide Lehrveranstaltungen belegen wollen. Durch nichts anderes. Das bedeutet natürlich, wenn man das etwa an der TU Darmstadt operationalisieren will, dass sie einfach in die Regelstudienpläne reinschauen. Ja, sie haben ja keine andere Chance, da irgendwas zu machen. Dass sie etwa die GDI 1, die seit letztem Semester FOP heißt, funktionale und objektorientierte Sprachen, und die Mathe 1 für Informatiker, dass sie die nicht zeitgleich platzieren, nicht weil irgendwelche Studierende das vielleicht doch gleichzeitig hören wollen, kann ja sein, dass jemand das in dem selben Semester machen will, wie es der Regelstudienplan vorsieht, sondern eben, weil es der Regelstudienplan so vorsieht. Mehr macht man an der TU Darmstadt da meines Wissens nicht unbedingt. Man hat ja auch kaum noch eine Chance, irgendwie weitere Konflikte da hineinzubringen. Weitere Fragen hier zu dieser zweiten Bedingung bis hierhin? Gut, dann kommen wir zur ersten Bedingung. Kann man auch wieder lesen, wobei man sich vielleicht denken kann, was dann auch die noch nicht eingeführten Zeichen bedeuten. Also für jedes Paar von Lehrveranstaltungen I und J, aber nur, zweite Zeile jetzt hier die Prämisse, nur für den Fall, dass die beiden Lehrveranstaltungen tatsächlich unterschiedlich sind, dass es sich nicht um dieselbe Lehrveranstaltung handelt, wenn das gegeben ist, wenn das ausgeschlossen ist, dass es sich um dieselbe Lehrveranstaltung handelt, dann soll das hier gelten, die Konklusion, dass entweder die Hörsäle unterschiedlich sind
oder die Zeitslots unterschiedlich sind oder beides. Also es ist wieder wie üblich in der Informatik, wie fast immer in der Informatik, ist es Es ist ein inklusives Oder, kein exklusives Oder. Sie können sich vorstellen, wie diese Syntax dieses Operators zustande gekommen ist. In der Mathematik kennen Sie ja das kleine Häkchen nach unten, was so wie ein V aussieht, für inklusiv Oder. Genau dem ist das sicherlich nachgebildet. Ja, was steht da? Zwei unterschiedliche Lehrveranstaltungen dürfen nicht. Sie dürfen natürlich im selben Zeitslot sein, aber dann dürfen sie natürlich nicht im selben Raum stattfinden. Sie dürfen im selben Raum stattfinden, aber dann natürlich nicht im selben Zeitslot. Ein von beiden muss unterschiedlich sein. So, sind wir, was die Vorlesung angeht, mit diesem Beispiel fertig. Es sei denn, Sie haben dazu noch weitere Fragen. Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir weiter. Das ist jetzt nur eine Fingerübung. Also ich rate dringend davon ab, das Sortierproblem mit OPL zu lösen. Ich meine, es gibt schnelle Löser dazu. Das wissen Sie aus der GDI2, Quicksort, MergeSort und was Sie sonst vielleicht kennengelernt haben. Da kann so eine eierlegende Wollmilchsau wie so ein Löser hinter OPL natürlich nicht mithalten, bei weitem nicht. Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, innerhalb von größeren praktischen Problemstellungen kommen öfters mal auch so Sortieraspekte drin vor, Reihenfolgeaspekte, irgend so etwas, sodass das nicht völlig unsinnig ist, sich damit zu beschäftigen. Es ist nicht nur eine reine Fingerübung, sondern durchaus etwas, was man mal gesehen haben sollte. Also, was Sortieren ist, brauchen wir, also Zahlen zu sortieren, brauchen wir hier eigentlich nicht nochmal weiter zu diskutieren, nur der Vollständigkeit halber. Wir haben eine endliche Sequenz von Zahlen. Wir wollen eine Umordnung, eine Permutation dieser Zahlen haben. Wie Sie sehen, hier erlauben wir auch Duplikate. Und die sollen in aufsteigender Ordnung, so diese Permutation soll die Zahlen in aufsteigender Ordnung sortiert ergeben. So, wie kann man das in OPL realisieren? Gehen wir gleich wieder auf die Spezifikation hin. Kennen Sie schon die Anzahl einlesen? Kennen Sie auch schon die Indizes, den Bereich, die Indexmenge, der einen Namen geben? Hier lesen wir die Zahlen ein. Kennen Sie auch schon? Die sollen einfach mal vom Typ float sein, also reelle Zahlen. Hier, das ist der Output, hier sollen dieselben Zahlen drinstehen wie hier im Input, nur in aufsteigender Sortierung. So, also, das ist unsortiert, die Zahlen, die wir sortieren sollen, und das soll das sortierte Ergebnis sein, ja, hier drin wieder. Und wir brauchen sie vielleicht nicht wirklich, also mit aller Gewalt könnten wir das auch vermeiden, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall, übersichtlicher, verständlicher ist es auf jeden Fall, die Zuordnung zwischen Input und Output explizit durch eine arrayfertige Variable zu beschreiben. So, wie sieht das jetzt aus? Wir haben kein Optimierungsproblem hier, sondern wir haben nur das Problem, einen bestimmten Output zu liefern. Der erfüllt keine Zielfunktionswert, der muss nicht minimiert oder maximiert werden. Das ist ein bestimmter Output, den wir haben wollen, beziehungsweise bei Duplikaten ist es uns egal, in welcher Reihenfolge die Duplikate rauskommen. Das Erste ist erst einmal das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich aufsteigende Sortierung. Und Sie sehen hier, ich kann nicht Indizes nehmen als Bereich, denn die aufsteigende Sortierung, da vergleichen Sie natürlich immer zwei unmittelbar aufeinanderfolgende miteinander. Das ist die einfachste Möglichkeit, aufsteigende Sortierung zu erreichen. Auch hier wieder als Form von Bedingung, ja. Das ist ja im Prinzip keine Vorschleife, was hier steht, sondern es wird gesagt, für jede
Für je zwei aufeinanderfolgende Werte soll gelten, dass sie in der richtigen Reihenfolge sind. Und da sie ja vom allerletzten, den allerletzten Wert nicht mit dem nächsten Wert vergleichen können, müssen wir hier diesen Bereich, über den sich das for all erstreckt, entsprechend einschränken, um eins weniger. Und deshalb können wir nicht Indizes hier verwenden, um den Bereich zu formulieren. Wir hätten natürlich noch einen weiteren Bereich definieren können, der nur von 1 bis Number minus 1 geht, den wir hier hätten einsetzen können, aber das wäre vielleicht langsam Overkill. So, hier wird eben verglichen jeweils, die Bedingung ist, dass die beiden in der richtigen Reihung sind. So, hier wird die Zuordnung festgelegt. Assignment sagt, für jedes i wie rum ist das jetzt zu sehen? Wir gucken beim Input ite Position und Assignment i sagt uns, wo dieser Input im Output seine Position hat. So rum ist es zu verstehen. So, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Assignment eine Bijektion ist. Dass das eine 1:1 Beziehung ist. Denn genau, dann, was ist denn eine Permutation? Eine Permutation ist eine Bijektion auf einer endlichen Menge. Also, oder anders, ich sollte genauer sagen, auf einer endlichen Menge, das ist, haben Sie gesehen, ist der Begriff Permutation definiert. Und zwar, egal wie er bei Ihnen eingeführt wurde, es ist äquivalent dazu zu sagen, das ist eine Bijektion. Und wir müssen nur noch dafür sorgen, dass das hier tatsächlich eine Bijektion ist. Ja, das müssen wir hinschreiben. Ja, das ist nicht in sich klar, dass das eine Bijektion werden soll. Und das machen wir einfach so. Für jedes Paar von Indizes, was hier steht, ist, wenn i ungleich j ist, dann sind die Assignments unterschiedlich. Dafür kennen Sie aus der Mathematik einen Ausdruck, eine Funktion, die diese Eigenschaft erfüllt. Für zwei verschiedene Werte in der Domäne, wie sagt man im Deutschen, in der Definitionsbereich der Funktion, kommen zwei verschiedene Werte im Wertebereich heraus. Dazu kennen Sie einen Begriff, bitte? Injektiv, genau. Und Sie wissen, bei endlichen Mengen, von einer endlichen Menge in eine andere oder dieselbe endliche Menge von derselben Größe, ist injektiv, surjektiv und bijektiv äquivalent zueinander. Wenn eine Abbildung von einer endlichen Menge in eine andere gleich große endliche Menge oder dieselbe Menge eben hier injektiv ist, dann ist sie auch gleichzeitig bijektiv. Wenn sie surjektiv ist, ist sie auch gleichzeitig bijektiv. Und die gängige Definition von bijektiv ist, dreht die Sache um. Bijektiv heißt injektiv und surjektiv. Genug verwirrt? Okay. Fragen hier an dieser Stelle? Bitte? Wo? Oh ja, das ist, danke, das ist ein Schreibfehler, dass hier NZ steht. Sie sehen, diese Folien haben eine gewisse Historie und diese Historie ist nicht rein Englisch. Okay. Da war noch eine Wortmeldung, eine Frage? Okay. Gut. Wenn es sonst keine Fragen gibt, eigentlich wäre es ja ein gutes didaktisches Prinzip, so solche hebbaren Unstetigkeiten hineinzubringen, absichtlich hineinzubringen. Ist natürlich nicht absichtlich hereingebracht, damit die Leute da ihr Verständnis dann zeigen können. So, jetzt kommen wir zu einer hoffentlich interessanten weiteren Anwendung. Sie sehen, dieses Beispiel habe ich gemacht, als ich an der Universität Konstanz war. Und ich habe so viel Vertrauen in die Abstraktionsfähigkeiten
meiner Studierenden, dass ich nicht den Bedarf gesehen habe, dieses Beispiel mal zu ersetzen durch ein hiesiges regionales Beispiel. Sie sehen, worum es geht. Straßennetzwerk in diesem Fall, das ist ganz konkret das Autobahnnetzwerk, das hier ist keine Autobahn, das ist eine Bundesstraße. Also Straßennetzwerk, sage ich mal vorsichtig, von hochrangigen Straßen. In diesem Fall Autobahnen und Bundesstraßen, alles in beide Richtungen befahrbar, deshalb ohne Pfeile. Aber natürlich müsste man, wenn Sie beispielsweise hier an Darmstadt denken, müsste man auch Einbahnstraßen mit hinzunehmen. Das wären dann Kanten mit Pfeilen in die Richtung, in der man die Einbahnstraße befahren darf und die Rückwärtsrichtung dann nicht. Das heißt eigentlich, auch wenn dieses Bild suggeriert, dass wir uns auf ungerichtete Graphen beschränken könnten, eigentlich reden wir von gerichteten Graphen allgemein. Das ist jetzt eigentlich nur zur Erinnerung, das sollten Sie in der GDI 2, bei wem auch immer Sie die GDI 2 hatten, gesehen haben. Oder gibt es da Widerspruch? Gut. So, was ist das algorithmische Problem? Ein Straßennetzwerk ist gegeben durch so Knoten und Kanten. Ja, nehmen wir hier wieder städtischer Bereich. Kreuzungen sind Kanten, Enden von Sackgassen sind Kanten, Kreuzungen sind Knoten, Enden von Sackgassen sind Knoten, Autobahnabfahrten wären, wenn man es ganz stark abstrahiert, ein einzelner Knoten, wenn man es weniger stark abstrahiert, wären es mehrere Knoten. Und Kanten sind eben die Verbindungen zwischen zwei Knoten, die so ein Straßenteilstück eben ausmachen. Und dieses Straßennetzwerk enthält natürlich auch noch Informationen über Längen, sei es über Meter und Kilometer, über echte Distanzen, über echte Längen von Straßen, sei es über geschätzte Fahrzeiten, wie es ja im Navi ist, da werden geschätzte Fahrzeiten als Längen der einzelnen Kanten hergenommen. Man könnte sich auch was anderes vorstellen, Benzinverbrauch, geschätzter Benzinverbrauch oder ähnliches. Und egal was diese Längen dann sind, wir wollen eine kürzeste Verbindung vom Startknoten aus der Query, aus der Anfrage, Startknoten und der zweite Bestandteil ist Zielknoten. Man könnte natürlich noch weitere Bestandteile in die Anfrage, in die Query hineinnehmen, beispielsweise Tageszeit, sodass tageszeitabhängige Informationen über die mutmaßliche Fahrzeit, Rush Hour und ähnliches hineinkommen könnten. Ist alles eigentlich egal für unsere Betrachtung hier. So, hier sehen Sie, ich bin von der TU Berlin zur Uni Konstanz gewechselt und das wäre so eine Verbindung. Gut, das brauchen wir jetzt für uns alles hier nicht zu betrachten. So, wir können eigentlich gleich hingehen zur OPL-Spezifikation ohne Informationsverlust. So, die erste Zeile können Sie vielleicht in Verbindung bringen mit dem, wie kürzeste Pfadeprobleme in der GDI 2 betrachtet worden sind. Egal ob bei mir oder bei jemandem anders, Sie haben bestimmt irgendwie mit unendlich langen Distanzen rumhantiert. Mit symbolisch unendlich langen Distanzen, oder? Dass die Distanzen von A nach B oder irgendwas erst einmal initialisiert wurden mit einem Wert, der für diese Zwecke äquivalent zu unendlich ist. Natürlich nicht allgemein äquivalent zu unendlich, sondern für diese Zwecke. Und das machen wir hier auch. Es hängt natürlich von unserer von der Ausdehnung des Netzwerks ab, wie hoch wir unendlich setzen müssen, und es hängt von der Granularität der Daten ab, wie hoch wir das unendlich setzen müssen. Also wenn wir eine Granularität von Kilometern hernehmen, was wahrscheinlich mit Sicherheit viel zu ungenau ist, und dann könnten wir uns mit dieser Zahl für unmögliche Länge leisten, uns das gesamte Netzwerk herzunehmen von Europa, Asien und Afrika. Da wird keine Distanz irgendwo, die man jemals
als Endergebnis oder als Zwischenwert berechnen würde, die 100.000 Kilometer übersteigen, gehe ich mal von aus. Wenn wir hingegen realistischere Werte, 10 Meter oder so nehmen, dann kommt man mit dem Wert 100.000 natürlich entsprechend nicht allzu weit. Oder wie ist das, 10 Meter? Was ist denn das? Wenn 10 Meter die Granularität ist, 100.000 mal 10 Meter, das sind 1.000 mal ein Kilometer, also wenn sie in Deutschland bleiben, dann würde diese 100.000 als unmögliche Länge noch bleiben können. Wenn sie auf ganz Europa gehen, dann müssten sie diese unmögliche Länge natürlich entsprechend erhöhen. So, wir haben Knotenpunkte, Kreuzungen und ähnliches. Dafür haben wir eine Zahl und die wieder einen Bereich. Und das wird man natürlich in der Realität nie so machen, wie ich das jetzt hier eingezeichnet habe. Sie werden natürlich, also gemeint ist hier, für jede Kante soll in dieser Matrix in der Datendatei die Länge dieser Kante drinstehen und wo keine Kante ist, soll eben unendlich Wert drinstehen. Das wird man natürlich nie machen, weil fast alle Werte in dieser Matrix dann unendlich sind. Man würde es natürlich komprimieren, man würde eine andere Darstellung des Graphen wählen als durch so eine Adjazenzmatrix, aber hier für unsere Zwecke zur Demonstration soll das mal der Einfachheit halber reichen. Aus der Menge der Knoten, aus dem Bereich der Knoten, wollen Sie eine Abfahrt, einen Abfahrtspunkt und einen Ankunftspunkt. So, und wie soll jetzt der Output modelliert werden? In dieser einfachen Modellierung des Inputs, wo wir für jedes Paar von Knoten einen Distanzeintrag haben, können wir uns auch leisten, den Output so entsprechend zu modellieren. Als Boolean, also 0,1 wieder. Und die Semantik ist, von dieser Matrix ist, ein Eintrag IJ ist 1, ist true, genau dann, wenn diese Kante von I nach J in dem Pfad drin ist, der berechnet werden soll von Departure nach Destination. Ja, also das legen wir jetzt einfach mal so fest, das soll so sein, aber natürlich müssen wir es gleich auf der nächsten Folie durch Bedingungen sicherstellen, dass das auch wirklich so ist. Ja, wir können dem System natürlich nicht sagen, interpretiere das bitte mal in der und der Form, sondern wir müssen das durch Bedingungen natürlich ausdrücken. Und das ist jetzt wieder nur zur Abkürzung. Das könnte man auch vermeiden, aber ist sicherlich ganz instruktiv. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man nicht nur die Verbindung zurückbekommt vom Löser, sondern auch gleich die Gesamtlänge dieser Verbindung. Das ist genau die Funktion, die diese Variable hat. Und damit können wir jetzt die Bedingungen aufstellen und auch die Zielfunktion. Was wollen wir minimieren? Wir wollen minimieren die Länge des Pfades, der hier berechnet wird. Wir wollen einen kürzesten Pfad haben, gemäß der Kantenlängen. Wir hatten schon beim letzten Mal gesehen, Subject 2, minimiere die Gesamtlänge, Total Length, unter der Bedingung, dass Subject heißt wörtlich aus dem Lateinischen unterworfen. Diesen Bedingungen unterworfen. So, und diese Bedingungen müssen wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen, um das Ganze hinzukriegen, um zu verstehen, dass, also damit ich Sie überzeugen kann, dass das wirklich ein korrektes Modell ist für das kürzeste Pfadeproblem. So dass der Löser, der OPL versteht, tatsächlich das kürzeste Pfadeproblem für uns lösen kann. Auch hier wieder natürlich, wenn Sie wirklich ein reinrassiges kürzeste Pfadeproblem haben, dann sollten Sie natürlich da extra implementieren oder sowas. Aber wenn das Teil ist in einer größeren Problemstellung, kann es durchaus sinnvoll sein, vor allem wenn das nicht der Punkt ist, der für die Laufzeit des Lösers der entscheidende ist, dann kann es durchaus sinnvoll sein, auch so eine Art von Problemstellung als Teil einer größeren Problemstellung
in OBL hineinzupacken. Denken Sie an Logistikprobleme, ja, Spedition, Fahrzeugoptimierung oder Pizza-Bring-Service als einfachstes Beispiel. Da geht es ja auch um kürzeste Pfade, nämlich um viele kürzeste Pfadeverbindungen von einem Kunden zum nächsten. Relativ kurze auch, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ob es sich wirklich lohnt, einen möglichst schnellen Löser zu implementieren oder ob man das nicht sich leisten kann, das mit in das OBL-Modell reinzuhauen. So, wie sieht dieses Modell aus? Also Minimierung haben wir schon geklärt. Das, was hier steht, ist wieder nur die Gleichsetzung, die Gesamtlänge soll die Länge des Pfades sein. Sehen Sie wieder ein ähnliches Konstrukt, wie wir schon in vorhergehenden Beispielen hatten. Hier steht 0 oder 1. Für jede Kante steht hier ein 0 oder 1 Wert. Und wenn dieser Wert 0 ist bei einer Kante, dann wird dieser Distanzwert nicht mitgezählt, sondern das gesamte Produkt ist 0. Wenn hingegen dieser Wert 1 ist, dann wird mit Vorfaktor 1 der Distanzwert dieser Kante hier reingezählt. Das heißt also, durch die erste Bedingung, die hier steht, durch die erste Zeile, ist schon gewährleistet, dass das, was hier minimiert wird oben, genau die Summe aller Distanzen ist von den Kanten, die benutzt werden. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Kanten, die benutzt werden, einem Pfad von Departure nach Destination sind. Das hier müsste nicht unbedingt sein. Wenn das nicht da drin stehen würde, dann würden wir auch einen Pfad mit unendlicher Länge, also mit symbolisch unendlicher Länge, bekommen, wenn wir beispielsweise von Darmstadt nach New York eine Autoroute uns berechnen lassen. Diese Bedingung hier sorgt dafür, wenn wir von Darmstadt nach New York mit dem Auto fahren wollen, dass dann das System das sagt, was es vielleicht sagen sollte, nämlich, sorry, geht nicht. Es gibt keine Lösung. Sonst, wenn diese Bedingung nicht drin steht, würde halt irgendwas je nachdem, wie hoch Impossible Length gesetzt ist, würde er Kanten finden, um von Darmstadt nach New York zu kommen. Die hätten bloß diese symbolisch unendliche Länge und würde entsprechend einen hohen Wert finden. Aber so sagt er das, die einzige intuitive Antwort, nämlich, sorry, es gibt keinen Weg von Darmstadt nach New York City. So. Diese Bedingung hier ist interessant, denke ich, einsichtig. Das wird uns öfters mal wieder begegnen. Was steht hier? Jetzt sollte ich vielleicht doch mal langsam meine symbolische Tafel aktivieren. Hätte ich schon viel früher machen können sollen. Jetzt muss ich wieder damit kämpfen, während die Aufnahme läuft. So. Habe ich noch Platz hier? Ja, eine USB ist noch frei. So, wo ist er da? Mal gucken, wo ist die Schrift? Ah ja, so. Was wir jetzt hier haben, ist, das ist zum Beispiel Departure. Und dieser Knoten hat jetzt irgendwelche rausgehenden Kanten. Ja, eine oder mehrere. So, und jede dieser Kanten hat einen Wert, also hat einen Wert, jede dieser Kanten hat einen Wert, ist used,
der 0 oder 1 ist. Je dieser Kanten. So, jetzt sagt die Bedingung, dass wir für alle diese Kanten, die ich eingezeichnet habe, für die Kanten, die aus Departure rausgehen, dass wir die isUsedWerte aufsummieren und das Ergebnis soll 1 sein. Also Summe isUsed von diesen Kanten gleich 1. Was bedeutet das? isUsed für jede Kante ist ein Wert, der 0 oder 1 ist. So, wenn ich jetzt Werte, die 0 oder 1 sind, aufsummiere und sage, die Summe muss 1 sein, dann ist das gleichbedeutend. Wie kann das sein, dass eine Summe von 0 und 1 genau gleich 1 ist? Es kann nur sein, bitte? Genau, dass eine Kante den Wert 1 hat und alle anderen Kanten haben den Wert 0. Das heißt also, was da effektiv steht, ist, verklausuliert durch eine Summe, was da effektiv steht, ist, dass genau eine Kante über isUsed zu wählen ist. Also man kann mit so ein bisschen Linear-Algebra-Notation doch eine ganze Menge machen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich lasse es mal gleich hier, brauchen wir eigentlich gar keinen Vollbildmodus. So, dasselbe natürlich hier bei der Destination, umgekehrt bei den reingehenden Kanten. Hier, das habe ich nachträglich irgendwann eingefügt, nachdem sich verschiedene Studierende beschwert haben, ja, was ist denn mit dem Fall, dass Departure gleich Destination ist? Habe ich das dann eben eingeführt, dann das Ganze funktioniert natürlich nicht mehr, wenn Departure gleich Destination ist. Sie wissen ja, es gibt unendlich viele Programme, die für alle möglichen Fälle funktionieren, nur nicht für den trivialen Randfall. Und das ist so ein typischer trivialer Randfall, wenn man, warum auch immer, zulassen will, dass Departure und Destination dasselbe sind, ja, dann will man natürlich, dass die Verbindung von Departure nach Destination in diesem Fall aus einem Knoten und null Kanten besteht. Und dann kann diese Bedingung natürlich nicht sein, dass genau eine Kante rausgeht, beziehungsweise genau eine Kante dann reingeht. So, was haben wir hier? Diese Bedingung lassen wir mal ganz kurz aus. Hier, oder gehen wir noch mal einen Schritt weiter, hier. Diese Bedingung schauen wir uns jetzt an. So. Ich darf um etwas Konzentration bitten. Wie Sie sehen, ist diese Bedingung ein wenig konzentrationsbedürftig. Was steht hier? Für jeden Knoten, nicht für jeden Knoten, denn nicht für Departure und nicht für Destination. Also für jeden Knoten hier, der nicht Departure ist und der nicht Destination ist, oder nochmal anders formuliert, für jeden Knoten soll gelten, wenn dieser Knoten nicht Departure ist und nicht Destination ist, dann ist diese Bedingung erfüllt. Also, haben wir jetzt geregelt, um welche Knoten es geht. Es geht um alle Knoten, außer diesen beiden. Und jeder dieser Knoten soll diese Bedingung erfüllen. Und was sagt diese Bedingung hier? Naja, Sie haben diese Konstruktion da oben schon in den eben besprochenen Bedingungen gesehen. Das ist im Prinzip nochmal eine Anwendung derselben Konstruktion. Für diesen Knoten I ist das eine Summe über alle rausgehenden Kanten, aus I herausgehenden Kanten. J durchläuft eben alle Kanten IJ bei festgehaltenem I. Und das hier ist entsprechend, das durchläuft eben alle in I hineingehenden Kanten. J durchläuft im Prinzip alle Kanten JI. Das sind alle Kanten, die nach I reingehen, wenn J durch Knoten durchläuft, aber I festgehalten ist. Was hier also steht, ist die Summe der rausgehenden Kanten aus einem Knoten, die benutzt werden, und die Summe der reingehenden Kanten sind identisch. Das ist auch vernünftig. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die ein Pfad
haben sollte. Bei jedem Knoten außer Start- und Zielknoten sollte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es geht keine Kante rein und keine Kante raus, oder es geht eine Kante rein und eine Kante raus. Bitte? Hier, Sie haben recht, hier ist die Bedingung nur festgelegt, dass die Anzahl gleich ist. Das heißt also, diese Bedingung alleine schließt nicht den Fall aus, dass zwei Kanten reingehen und zwei Kanten rausgehen oder 3857 Kanten reingehen und 3857 Kanten rausgehen. Aber es gibt ja noch diese kleine Bedingung hier, nämlich für jeden Knoten, für jedes I wieder, für das I eine Bedingung, nämlich, dass die Summe der herausgehenden IS-Used-Werte kleiner gleich 1 ist, sprich, es darf höchstens eine Kante den Wert 1 haben, es darf höchstens eine herausgehende Kante benutzt sein. Ja? Wir hatten gleich, hier oben hatten wir gleich, das heißt genau eine Kante, kleiner gleich 1 heißt entsprechend höchstens eine Kante und größer gleich 1 haben wir nicht im Modell hier, das hieße dann mindestens eine Kante. Bitte? Ich glaube nicht, dass OPL das mitmacht oder die Löser, die Interpreter das mitmachen, dass man hier unten dann noch in diese Bedingung hinein das verwurstelt, dass es auch kleiner gleich 1 sein soll. Und die Lesbarkeit wird es vermutlich auch nicht erhöhen. Denn dann ist es wieder die Frage mit der Bindungsstärke von dem Gleich und dem Kleiner Gleich und so weiter. Sie haben noch eine Frage? Ah ja. Nee, also so einfach kriegen wir das nicht hin, einfach da eine 2 hinzuschreiben. Das könnte immer noch sein, wie Sie zu Recht sagen, statt eine rein, eine raus. Könnten zwei raus oder zwei reingehen. Wären interessante Navigationsergebnisse. So, diese Bedingung habe ich ausgelassen. Was ist Ihre Meinung? Ist die Sie haben noch eine Frage? Wieso wissen Sie, welche Frage ich stellen will, wenn ich sie noch gar nicht gestellt habe? Habe ich das Wort notwendig schon erwähnt? Ich sollte mir mal zuhören. Okay, dann war das aber sehr reaktionsschnell. Ja, es könnte einen Pfad geben, der vom Ziel zum Start zurückführt. Da wäre meine Antwort, es muss ja mindestens durch die anderen Bedingungen, es muss ja mindestens einen Pfad vom Start zum Ziel geben. Ja, sonst funktioniert das alles hier nicht. Oder auch, also irgendwas muss hier aus Start rausgehen und irgendwas muss bei Ziel ankommen. Und ein zusätzlicher Pfad von Ziel zu Start zurück, der wird durch das Minimize ausgeschlossen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die Kanten alle positive Länge haben. Also das ist noch nicht der kriegsentscheidende Punkt, dass es vielleicht auch Pfade rückwärts von Ziel nach Start gäbe. Aber es gibt vielleicht noch eine etwas andere Situation. Bitte? Das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, es ist dasselbe, was er eben gesagt hat, nicht? Vom Ziel zum Start zurück ein Pfad würde meines Erachtens wegoptimiert werden durch die Minimierung. Bitte? Ja? Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz folgen. Ah, erst hat jemand verstanden. Sie haben zwei Knoten AB. Eine gerichtete Kante von A nach B und eine gerichtete Kante von B nach A. Ja, aber warum sollte das vermieden werden? Es wird doch wegoptimiert, wenn die Kantenlänge größer 0 ist.
Also von Ziel zurück nach, das von Ziel zurück nach Start ein kleineres Gewicht, ja, aber das ist, ich sehe jetzt kein Hindernis, dass so eine Kante wegoptimiert wird, dass die durch die Minimierung auf Null gesetzt wird. Da war noch eine Wortmeldung da hinten. Sie hatten sich auch unabhängig gemeldet, glaube ich. Okay, Sie wollen noch mal drüber nachdenken. Ich fürchte, Sie müssen mir zugestehen, dass ich das Rätsel auflöse, bevor Sie fertig sind mit dem Nachdenken. So, nächste Seite. So, ich hab vorher geübt, dass ich jetzt das Richtige mache. Ich hoffe, das klappt. Ich habe es vorher geübt. Page da. Add Page. So, ha. Sorry, ich übe noch. Was passieren kann ist, Sie haben hier Departure und hier irgendwo haben Sie Destination. Jetzt werde ich den mal hier ein bisschen zur Seite tun, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und was ohne diese Bedingung nicht ausgeschlossen wird, ist etwas sehr Unerwünschtes, nämlich, dass die Lösung aus sowas besteht und aus sowas. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Distanz hier zwischen den beiden 1 Million Kilometer ist, oder sowas, nur so mal, um die Sachlage zu klären, dann werden Sie mir sicherlich zustimmen, ohne diese Bedingung, also das ist eine bessere Lösung, eine kürzere Lösung, als das, was man eigentlich haben will, ein Pfad von Departure nach Destination. Und ohne die Bedingung, wenigstens eine von den beiden Bedingungen, also entweder, dass man verbietet, dass bei Departure eine Kante reingeht, oder dass man verbietet, dass bei Destination eine Kante rausgeht. Wenn man nicht wenigstens eine dieser beiden Bedingungen drin hat, dann wird man das, oder etwas Äquivalentes, dann wird man eine solche Situation in vielen Fällen kriegen und die will man natürlich nicht haben. Ist das klar geworden oder? Gut, denken Sie nochmal gegebenenfalls drüber nach und wenn es Ihnen gar nicht klar werden will, es gibt ja auch ein Forum. So, hier wieder zurück. Damit haben wir die ganze Modellierung. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, haben wir jetzt wirklich die ganze Modellierung? Jetzt, ja, wir haben viele Aspekte berücksichtigt, an die wir gedacht haben. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Aspekte, die wir nicht bedacht haben, die doch berücksichtigenswert sind, die doch berücksichtigt werden müssen. Da ist leider meine Antwort, ja, es gibt keine letztendliche Garantie, wenn Sie eine Problemstellung aus der Praxis modellieren, in so etwas Formalen oder sonst wie modellieren, dass Sie nicht doch irgendwo einen wichtigen Aspekt vergessen haben, der ins Modell hineingehört. Das ist einfach so. Modellieren ist keine exakte mathematische Wissenschaft. Es kann immer sein, dass Sie irgendetwas Wichtiges übersehen haben. Im Kundengespräch kann es sehr häufig sein, dass Ihr Kunde Ihnen etwas Wesentliches vergessen hat mitzuteilen, was wesentlich ist für Sie, für die Modellierung und für die Lösung des Problems, das der Kunde hat. Da müssen Sie dann selber mitdenken, was der Kunde will, dann auch tatsächlich herauskommt, weil wenn nicht das herauskommt, was der Kunde will, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie beide vor Gericht landen. Wir werden, denke ich, spätestens bei der Diskussion der Übung, aber auch zwischendurch vielleicht auch auf Beispiele dazu zu sprechen kommen, was es mit dem Mitdenken auf sich hat. So, diese Erklärungen brauchen wir jetzt alle auch nicht mehr. Die haben wir schon geklärt. Das ist
das ist das, was ich eben nochmal angesprochen habe, können wir uns sicher sein, dass wir tatsächlich korrekt einen Pfad von Start nach Ziel, dass wir tatsächlich das kürzeste Pfadeproblem von Start nach Ziel modelliert haben. Ah, hier ist noch ein Punkt dabei. Ha, den habe ich auch nochmal vergessen. Durch die Nebenbedingungen ist ein solches Bild noch nicht ausgeschlossen. Ja, es geht genau eine Kante aus dem Start raus, es geht genau eine Kante ins Ziel hinein. Sie sehen, ich habe das aus einem Kontext geklaut, wo Start und Ziel T1 und TI heißen und habe das nicht gesehen, dass das anzupassen ist. Naja, egal. Ist klar, was gemeint ist, hoffe ich doch mal. Und für jeden anderen Knoten soll gelten, entweder irgendwelche Knoten außerhalb, die dass keine Kante reingeht und keine Kante rausgeht, oder dass eine Kante reingeht und eine Kante rausgeht. Und dass eine Kante reingeht und eine Kante rausgeht, haben Sie auch an solchen separaten Zyklen. Ist nicht ausgeschlossen. Auch nicht durch diese Zusatzbedingungen, die wir als letztes diskutiert haben, dass keine Kante in den Start rein oder keine Kante aus dem Ziel raus darf. Ist auch nicht ausgeschlossen. Aber, das ist ein interessanter Aspekt, wir haben ja typischerweise das Szenario, dass die Kantenlängen positiv sind. Das heißt, durch die Minimierung werden solche separaten Zyklen ausgeschlossen. Die werden einfach wegoptimiert. Ja? Solange solche Zyklen noch drin sind, bei positiven Kantenlängen, ist die Lösung noch nicht optimal, ist sie noch nicht minimal. Es kann aber, es gibt, also in realen Anwendungen, wie, die direkt reinkommen, ja, wie Navi zum Beispiel, gibt es nichts anderes. Ja? Es gibt keine negativen Kantenlängen, wobei ich, wo war das letztens? In der Allgemeinen Informatik 2 war das letztens. Habe ich auch Dijkstra behandelt. Also Informatik 2 für E-Techniker und sonstige Andersgläubige. Habe ich auch Dijkstra behandelt und auch wieder das Beispiel gebracht. Denken Sie sich, Sie fahren einen Bus oder LKW mit einem Schwungrad. Ich weiß nicht, ob Sie diese Technik kennen. Wenn Sie bremsen oder bergab fahren, dann wird die Bremsenergie, die Energie, die sich durchs Bremsen freisetzen, in das Schwungrad eingespeist und das Schwungrad wird schneller und die Energie wird damit ein bisschen gerettet. Gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr solche Busse oder LKWs, aber es gab sie früher hin und wieder mal. So, wenn Sie jetzt vorstellen, Sie sind in den Alpen, dann haben Sie da tatsächlich, wenn es bergab geht, Kanten, bei denen der Energieverbrauch negativ ist. Sie haben keine negativen Zyklen zum Glück, das heißt, das haben Sie immer noch nicht. Ja, also Sie können auch mit dem Schwungrad nicht den Energieerhaltungssatz überwinden. Aber potenziell negative Kanten können schon vorkommen, wenn Sie bergab fahren. Dann ist der Benzinverbrauch, der Energieverbrauch, Stromverbrauch oder was immer die Basis ist, ist dann negativ, weil durch das Bremsen Sie haben keinen echten Verbrauch, aber Sie haben einen Rückgewinn an Energie in diesem Schwungrad. Und in dem Fall hätten Sie negative Kanten drin. Sie können den Algorithmus von Dijkstra nicht anwenden, weil der auch mit einzelnen negativen Kanten nicht klarkommt, selbst wenn es keine negativen Zyklen gibt. Wenn es nur negative Kanten gibt, klappt der Algorithmus schon nicht. Pech gehabt. Aber wenn Sie auch noch negative Zyklen drin hätten in Ihren Kantenlängen, dann würde dieses Argument nicht mehr gelten. Und es ist tatsächlich auch in der Tat so, dass die Problemstellung, einen kürzesten Pfad zu finden, wird in dem Moment ist effizient lösbar, das wissen Sie aus der GD2, aber in dem Moment, wenn es negative Zyklen gibt, ist das Ziel, einen kürzesten Pfad von A nach B zu finden, also der natürlich nicht rumzügelt, sondern der ohne Zykel von A nach B kommt. Diese Problemstellung ist NP-schwer. Nochmal zur Erinnerung, was heißt NP-schwer aus praktischer Sicht? Das heißt, für jeden Algorithmus, den Sie sich vorstellen können, oder für jeden Algorithmus, den dieses Universum zulässt, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, gibt es Beispiele von moderater Größe, auf denen dieser Algorithmus sich totrechnet. Totrechnen heißt,
auch bei moderater Größe, vielleicht 100 Knoten oder so, gibt es Beispiele, wo dieser, wo der Algorithmus, den Sie sich ausgewählt haben, stolz, das ist er jetzt, wo dieser Algorithmus mehr Zeit verbraucht, als nach Schätzung der Physiker dieses Universum tatsächlich zur Verfügung stellt und die nächsten 2 hoch so und so viele Universen hinten dran. Also das war jetzt natürlich metaphorisch zu verstehen. Also es ist definitiv mehr als nur eine Kaffeepause, bis der Algorithmus fertig wird. Bitte? Zum Dijkstra haben Sie noch eine Frage? Okay. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich immer hier so ein bisschen Ihre Fragen wiederhole, weil Ihre Fragen kann man nicht auf der Aufnahme hören. Die Frage war, warum funktioniert der Dijkstra nicht mit negativen Kanten, obwohl es auch dann, wenn es keine negativen Zyklen gibt. Da darf ich Sie einladen, bei meinem Kurzvideo zu Dijkstra nochmal in den Beweisteil hineinzuschauen, aus dem sich unmittelbar recht einfach ein Gegenbeispiel konstruieren lässt. Wenn Sie es irgendwie nicht hinbekommen, dann stellen Sie eine Frage im Forum. So, bis wann geht es? Wir haben 20 nach angefangen, nicht? 20 nach ist doch immer die richtige Uhrzeit für Sie, oder? Ich hatte beim ersten Mal gefragt und das war okay. Es bleibt auch okay, ja? Gut, das heißt also, in 5 Minuten werden wir wissen, ob die Aufnahme geklappt hat oder nicht. Um es mal so zu formulieren. So. Das hier ist jetzt so ein bisschen Hintergrundinformation. Wie funktioniert so ein Löser? Natürlich, es gibt verschiedene Sachen auf dem Markt. Es gibt auch sehr viele akademische Arbeiten dazu, also wo jemand in seiner Doktorarbeit einen Löser gebaut hat für irgendeine Art von Spezifikationssprache oder ähnliches. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, aber jetzt nicht so beliebig unterschiedlich. Natürlich, ich meine, es gibt jetzt nicht so viele beliebig viele sinnvolle Möglichkeiten, wie man so einen Löser implementieren kann. Die, wie nennt man Backbone? Wie übersetze ich jetzt Backbone am besten ins Deutsche? Die Basis, der Basisalgorithmus vielleicht. Also ja, das Rückgrat des ganzen Konzepts ist, dass man den Lösungsraum versucht, schrittweise in kleinere und kleinere Lösungsräume zu zerlegen und für jede dieser Teilmengen versucht man zu gucken, kann man das jetzt für sich genommen lösen, herausfinden, ob es da eine Lösung drin ist oder gar keine Lösung drin ist oder wie gut die beste Lösung drin ist. Und wenn man das nicht schafft, dann eben weiter zu partitionieren. Das ist so die grundlegende Strategie, die auch in iLog die ursprüngliche Strategie war, mit der man begonnen hat. Inzwischen ist man natürlich nach Jahrzehnten viel weiter. Also den Lösungsraum zu zerlegen in kleinere, schrittweise in kleinere, also es geht hier nur ein bisschen um Hintergrundinformation. Das ist auch nicht prüfungsrelevant, was ich jetzt hier als Hintergrund kurz sage. Denn es geht hier um Modellierung. Es geht nicht darum, was man mit einem fertig modellierten algorithmischen Problem dann weitermacht. Spätestens wenn der Lösungsraum zu einer leeren Menge oder zu einem Singleton, zu einer einelementigen Menge, ja, also Singleton, einelementige Menge im Englischen, wenn es dazu gekommen ist, hört natürlich die Partitionierung aus. Das klingt jetzt alles nach Hexenwerk, ist aber prinzipiell eine einfache Sache, nämlich Sie nehmen sich irgendeine Variable her, zum Beispiel eine 0-1-Variable und zerlegen den Lösungsraum in alle Lösungen, wo diese Variable den Wert 0 annimmt und alle Lösungen, wo diese Variable den Wert 1 annimmt. Oder wenn es nicht eine binäre 0-1-Variable ist, sondern reelle wertig von 0 bis 1, schneiden Sie irgendwo durch, meinetwegen bei 0,6, um ein asymmetrisches Beispiel zu verwenden, nicht 0,5, und zerlegen den Lösungsraum in alle Lösungen, bei denen der Wert dieser Variable kleiner 0,6 ist und alle, bei denen dieser Wert größer gleich 0,6 ist. Sowas zum Beispiel. Und wenn man so, das heißt, man engt, wenn man zu einem Lösungsraum
übergeht, engt man die Möglichkeiten immer weiter ein und kann da hoffen, dass man dann schon mit auf direktem Wege erkennen kann, dass es da keine Lösung gibt oder dass man da eine andere Lösung, dass man da eine Lösung findet. So, aber wir versuchen trotzdem immer erst einmal festzustellen, ob wir da wirklich weiter hineingehen müssen, weiter partitionieren müssen, denn natürlich, Lösungsräume haben typischerweise die unangenehme Eigenschaft, dass sie Minimum exponentiell groß sind. Und was das für Konsequenzen hat, brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht zu sagen. Also will man versuchen, da möglichst nicht Teilmengen möglichst weiter nicht noch weiter zu zerlegen und noch weiter zu zerlegen und so weiter, weil man dann eben in die kombinatorische Explosion hineinläuft. Und hier ist ein einfaches, schönes Beispiel, was ich immer wieder gern verwende. Habe ich lange Zeit dran rumgebastelt, bis ich das Beispiel hingekriegt habe. Also würdigen Sie das, dass Sie da so ein schönes, einfaches Beispiel haben. Und festzustellen von vornherein, dass diese Menge an Bedingungen nicht lösbar ist. Wie könnte so ein Löser das machen? Und das war auch tatsächlich ursprünglich die Hauptstrategie von iLog, bis es dann wesentlich bessere Strategien im Laufe der Jahrzehnte noch eingebaut worden sind. Durch fortwährendes Ansetzen der Nebenbedingungen und um damit die Bereiche, hier diesen Bereich von x und diesen Bereich von y, wie sie gegeben sind, schrittweise zu verkleinern. Wenn man sich diese Nebenbedingungen hier ansieht, das ist auch etwas, was ein System leisten kann, was man nicht als Mensch nur machen muss, dann stellt man fest, das ist nur lösbar, wenn y größer gleich 2 ist, wenn also bei y der Wert 1 rausfällt. Und es ist auch nur lösbar, wenn x kleiner gleich 8 ist, wenn also bei x der Wert 9 rausfällt. Und es ist nur lösbar, wenn y kleiner gleich 6 ist, wenn also bei y die Werte 7, 8, 9 rausfallen. So, jetzt haben wir diese beiden eingeschränkten Bereiche. Jetzt sehen wir uns eine andere Bedingung her, x plus y gleich 9. Ein System kann dann herausfinden, nimmt sich zufällig diese Bedingung her, guckt mal, was es machen kann und feststellen kann, dass mit diesen beiden eingeschränkten Bereichen, wie sie jetzt schon eben eingeschränkt worden sind, diese Bedingung nur erfüllt werden kann, wenn x größer gleich 3 ist und x kleiner gleich 7 ist. So, das gibt uns wieder. Bei y hat sich jetzt nichts geändert, aber das gibt uns jetzt bei x schon wieder einen eingeschränkten Bereich. Jetzt können wir uns wieder die erste Bedingung hernehmen und können feststellen, dass wir, nachdem wir die zweite Bedingung angewandt haben, bei der ersten Bedingung wieder was reißen können. Nämlich, dass mit diesen beiden eingeschränkten Bereichen jetzt diese Bedingung nur erfüllbar ist, wenn x mindestens 4 ist und höchstens 6 und y höchstens 3, mindestens 3 und höchstens 4. So dass wir dann hier schon eine deutlich eingeschränkte Bereiche haben für x und für y und jetzt nochmal diese Bedingung und feststellen, das funktioniert nur, wenn x mindestens 5 ist. Jetzt haben wir diese beiden Bereiche und jetzt nochmal diese Bedingung dazu und stellen fest, das Einzige, was geht, ist, dass x gleich 6 ist und y gleich 3. Und jetzt können wir zum Beispiel diese Bedingung nochmal hernehmen und feststellen, deshalb habe ich die Bedingung so gebastelt, x gleich 6, y gleich 3 ist das Einzige, was aufgrund der beiden Gleichungen möglich ist, aber wenn x kleiner 2 y sein soll, ist das natürlich nicht mehr möglich. Wir haben festgestellt, dass diese Menge an Bedingungen nicht lösbar ist. Das ist nur ein ganz kurzer kleiner Einblick. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, kommen Sie nächstes Semester in meiner Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Da behandeln wir algorithmische Techniken, wie sie bei so einem System wie iLog sind, aber weit darüber hinaus. Also wie man mit NP-schweren Problemen, mit Problemen aus der Praxis wirklich umgehen kann. Mit Problemen, die eben mehr sind als so ein kleines Sortierproblem oder so ein kürzester Wegeproblem oder sowas, wie Sie in der GD2 kennengelernt haben. So, damit bin ich jetzt hier erst einmal soweit für heute fertig.
möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei wären. Ich werde so bald wie möglich in der Videothek Algorithmik, da gebe ich noch, setze ich noch den Link in Moodle rein, falls er noch nicht reingesetzt wird, in der Videothek Algorithmik werde ich so bald wie möglich die Aufzeichnung hochladen, so sie gelungen ist.